Herzlich willkommen zu unserem ersten Teil Märkte und Trends hier beim Aktionär. Ich habe Andreas und Sami bei mir im Studio sitzen. Ich begrüße euch beide. Hallo. Buongiorno. Grüß dich, Boris, und hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Das Thema der heutigen Sendung ist Bitcoin. Bis 2030 auf 1 Million US-Dollar. Ist das in Sicht und ist das realistisch? Und Tesla und BYD weiterhin ein Kauf. Dann lass doch mal direkt anfangen, Samir. Und zwar, am Wochenende ist sehr viel passiert im gesamten Crypto-Space, beziehungsweise gestern genauso. Es gab eine ordentliche Entwicklung auch nach oben. Ethereum ist stark gestiegen, Bitcoin natürlich auch, ist über die 70.000 US-Dollar drüber. Und was waren denn dort die News, die das alles bewegt haben? Ja, hallo nochmal, lieber Boris, und herzlich willkommen an dieser Stelle, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer. Richtig, also jetzt nicht gestern ist viel passiert, sondern gerade jetzt den gesamten Monat Mai hat sich einiges wieder getan, was das Thema Adaption betrifft. Und der Bitcoin schreitet weiter voran. Er wird immer mehr und mehr salonfähig gemacht. Wir sehen, dass große Institutionelle weiterhin eine ganz große Nachfrage zu Bitcoins haben. Wir sehen, dass die ETF-Zuflüsse weiterhin enorm sehr stark sind bei BlackRock, bei ARK Invest und bei anderen großen Vermögensverwaltern dieser Welt, ebenfalls auch bei den klassischen Fonds. Jetzt verstärkt gerade in den letzten Tagen ein ganz, ganz großer Pensionsfonds in Amerika, der ebenfalls mit einem verwalteten Volumen knapp von 160 Milliarden, roundabout knapp für 160 Millionen Bitcoins sozusagen aufgenommen hat. Wir sehen, dass die Nachfrage weiterhin ja ungebremst ist. Und wenn man sich mal weiterhin eigene Prognosen seitens von großen Bitcoin-Befürworter als aber auch von Analysten mal anschaut, egal ob das jetzt Morgan Stanley ist, JP Morgan oder auch Goldman Sachs, auch da scheint das Thema tatsächlich mehr und mehr Akzeptanz zu finden und auch mehr sich mit dem Thema tiefgründiger auseinanderzusetzen. Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter, der ebenfalls ja ein sehr, sehr starker Bitcoin-Befürworter ist, sagt von sich aus, bis 2030, ja, daher hätten wir also in der Summe knapp 99% aller Bitcoins soweit geschürft, dann geht es lediglich nur noch um ein einziges Prozent der restlichen Bitcoins, die für die nächsten 110 Jahre soweit geschürft werden, und dass sein persönliches Kursziel nach wie vor knapp bei 1 Million US-Dollar ist. Das ist aber nicht nur Jack Dorsey, also der ehemalige CEO von Twitter. Das sind ebenfalls Meinungen von Michael Saylor, also der Gründer und CEO von MicroStrategy, aber auch Cathy Wood von ARK Invest, die tatsächlich diese Kursziele enorm aussprechen. Und einige Faktoren, die dafür sprechen, ist, wenn also immer mehr und mehr Akzeptanz und Adaption soweit stattfindet, dann bedingt durch das knappe Angebot, was wir haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir roundabout knapp 96% aller Bitcoins soweit geschürft haben und pro Tag durch das Bitcoin-Halving, was wir ja im letzten Monat gesehen haben, 900 Bitcoins pro Tag, die geschürft wurden, aktuell nur noch 450 Bitcoins pro Tag soweit frisch auf den Markt kommen. Tendenz weiterhin fallend, also dass wir durch jedes Bitcoin-Halving, das heißt also im nächsten Zyklus, nächsten Bitcoin-Halving, das bedeutet also im Jahr 2028, wird das Ganze dann wieder halbiert. Das heißt also von 450 dann nur noch auf 225 Bitcoins pro Tag. Und damit verknappt sich das Angebot. Und mit dieser Adaption und der Akzeptanz, dass man inzwischen die Bitcoins aufgenommen hat und bei den großen Vermögensverwaltern und auch bei der Wall Street soweit salonfähig gemacht worden ist, klar, steigt natürlich oder kann der Preis ebenfalls ins Unermessliche weiterhin steigen. Wie sieht denn der Bitcoin jetzt aktuell momentan aus und wie steht denn auch gerade eure Position noch? Genau, wir können erstmal einen Blick auf den Monitor soweit werfen, und zwar was den Bitcoin ja insgesamt betrifft. Und da sehen wir, ja, es sieht auf jeden Fall weiterhin sehr bullig aus. Wir haben gestern die 70.000 Dollar Marke soweit überschritten und in der letzten Woche bereits knapp 16% soweit zugelegt. Der Bitcoin kann seit Jahresanfang roundabout über 60% soweit zulegen. Und wenn man sich das Ganze mal auch hier kombiniert mit diesen ganzen Faktoren, die ich jetzt hier gerade auch mit aufgezählt habe, wenn diese große Seitwärtsformation rausgenommen wird, also sprich, wir gehen über die 74.000 Dollar Marke drüber hinaus, bin ich da recht zuversichtlich, dass wir da relativ schnell auch nochmal Ziele zwischen 90 bis 100 US-Dollar soweit ansteuern können. Dazu muss aber auch erstmal der Ausbruch soweit gelingen. Und im Moment sieht es wirklich danach aus, dass wir die Oberkante soweit anlaufen
und die Nachfrage nach den Bitcoins im Moment weiterhin also ungebrochen ist. Mit dem Bitcoin hat natürlich auch sehr stark die MicroStrategy zu tun. Ihr habt euch vor einer Weile schon positioniert, habt aber auch heute Vormittag dann doch einen Entschluss getroffen, was die MicroStrategy betrifft. Genau, wir haben das Thema MicroStrategy ja in den letzten oder seit Anfang des Jahres haben wir die MicroStrategy schon recht erfolgreich soweit gehandelt. Und wir sehen tatsächlich dann auch hier im Chart, dass wir im Jahreshoch irgendwo knapp bei 2000 US-Dollar waren und dann einen kräftigen Abverkauf gesehen haben, der Richtung 1000 US-Dollar ging und jetzt zwischenzeitlich wieder sich deutlich, deutlich, deutlich erholt hat. Daraufhin haben wir natürlich basierend gesagt, okay, wir glauben an MicroStrategy, wir glauben an Michael Saylor, der entsprechend ja das Unternehmen, wenn man so möchte, in einer Art von digitalen Vermögenswert, also sprich Bitcoin, umgebaut hat. Und wenn der Bitcoin kräftiger anzieht, das heißt also die Story ja weiterhin aktiv ist, dann dürfte die MicroStrategy aufgrund des Bitcoins, dadurch, dass natürlich knapp also zwischen 80% und 90% MicroStrategy aus dem digitalen Vermögenswert Bitcoin inzwischen soweit besteht und auch in Richtung der Softwareentwicklung weiterhin umgebaut wird, gute Chancen hat, Ziele Richtung 1.700 Dollar beziehungsweise 1.900 Dollar soweit anzusteuern. MicroStrategy profitiert natürlich ebenfalls auch von weiteren Faktoren. Das ist zum einen die Aufnahme, die mögliche Aufnahme in den S&P 500. Wir haben schon auch bereits in den letzten Tagen eine Meldung gesehen, dass dass MicroStrategy in einem ETF, also in einem Korb, soweit aufgenommen wurde. Und jetzt steht es natürlich ebenfalls auch zur Debatte. Die Chancen sind recht gut, dass MicroStrategy in den MSCI World soweit aufgenommen wird, dadurch, dass natürlich auch ebenfalls, was die Marktkapitalisierung betreffen und auch was die ganzen Quartalsergebnisse betreffen, ebenfalls recht gute Chancen, wenn wir dann im S&P 500 drin sind, ebenfalls auch mit MicroStrategy profitieren wird. Das Schöne ist, dass auch wenn es einige Bitcoin-Kritiker gibt, was absolut legitim ist und auch vollkommen in Ordnung ist, wenn MicroStrategy tatsächlich in den MSCI World aufgenommen wird oder in den S&P 500, dadurch, dass sehr viele ETFs ja praktisch auf diesem großen Index, die ETFs ja abgebildet werden, beziehungsweise auch der MSCI World, dann geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei, auch für diejenigen, die gar nicht wirklich sich mit Bitcoin auseinandergesetzt haben oder vielleicht sogar Bitcoin-Kritiker sind, wenn sie dann in diesen S&P 500 oder auch in den ETFs investieren, zwangsläufig auch Investitionen in die MicroStrategy. Das heißt also, wir sehen auch ebenfalls zusätzlich Kapitalzuflüsse bei MicroStrategy und das dürfte entsprechend auch die Aktie weiterhin nach oben katapultieren, beziehungsweise auch dadurch, dass MicroStrategy ja zu 80-90% aus Bitcoin besteht, den Bitcoin ebenfalls sehr, sehr stark auch nochmal nach oben pumpen. Ihr habt euch dann aber heute Vormittag dazu entschieden, auf jeden Fall Gewinne mitzunehmen, was die MicroStrategy halt betrifft. Und geht aber immer noch davon aus, dass die Trading-Idee von euch weiterhin aktiv ist und man halt auch noch eine bestimmte andere Zielmarke von euch sehen könnte. Genau, wir haben ja zwei Positionen auf die MicroStrategy einmal soweit eröffnet. Das haben wir jetzt vorhin erstmal soweit verkauft. Das war so ein Durchschnittskurs, glaube ich, von 29% im Gewinn. Unsere letzte gekaufte Position, die wir hier vorgestellt haben, die hat knapp 50,9% soweit zugelegt. Klar kann man jetzt sagen, na Moment mal, wenn ihr doch überzeugt seid, dass die MicroStrategy weiterhin steigt, warum verkauft ihr das? Das ist aus dem einfachen Grund. Wir haben ja auch noch laufende Bitcoin-Positionen mit einem Zertifikat, was wir soweit aufgenommen haben. Deswegen wollen wir das Klumpenrisiko ein bisschen rausnehmen und mal unabhängig davon sind wir ja hier Trader und unser Märkte- und Trends-Depot hat jetzt seit November oder liegt jetzt gerade aktuell mit den offenen Buchgewinnen, die wir haben, also mit den offenen Positionen, roundabout mit plus 69%. Wir sind, glaube ich, seit Anfang des Jahres mit 44% und seit November sind wir knapp 69% im Plus. Also hier wollen wir natürlich schauen, dass wir Gewinne soweit mitnehmen. Wir haben noch einiges vor uns in diesem Jahr. Die Präsidentschaftswahlen stehen ebenfalls noch bevor. Wir entscheiden uns aber jetzt erst einmal bei MicroStrategy Gewinne soweit zu realisieren und es wird immer wieder Einstiegspunkte auch geben. Wir können vielleicht noch mal einen ganz kurzen Blick auf den Monitor werfen. Hier sieht man ebenfalls, also selbst wenn wir den Ausbruch über die 2000 Dollar vielleicht schaffen sollten,
wäre die Story immer noch vollkommen intakt und es wäre nicht ausgeschlossen, dass wir auch nochmal zu höheren Kursen uns eventuell eindecken. Danke dir, Samir, dafür. Und wir werden jetzt natürlich noch einen Blick auf die Tesla und die BYD werfen. Aber davor noch eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Wie seht ihr denn die Entwicklung von der MicroStrategy jetzt aktuell und auch gerade vom Bitcoin? Lasst es uns doch hier gerne in den Kommentaren wissen. Andreas, die Tesla, wollten wir einen Blick drauf werfen. Hattet ihr auch aufgenommen? Und wie ist denn da momentan der aktuelle Stand? Beziehungsweise ist es immer noch weiterhin ein Kauf? Ja, also natürlich ist es immer noch ein Kauf, denn wir haben die Position aufgenommen mit dem Ziel, mit der Zielrichtung 200 US-Dollar. Es kommen auch immer wieder natürlich neue Nachrichten von Tesla rein. Und jetzt haben wir natürlich zwei interessante Nachrichten. Zum einen hat man ein Fahrzeug gesichtet, das mittlerweile ohne Außenspiegel unterwegs ist. Das heißt, das wird eine totale Kameraaktion werden von dem neuen Fahrzeug. Das ist möglicherweise aber schon so ein bisschen geplant auch auf die Robotaxis, die ja dann Mitte August nochmal gesondert vorgestellt werden sollen. Also Nachrichtenflow wird sich verstärken, was die Tesla angeht. Wir haben ja da bereits ein Zertifikat laufen, das haben wir jetzt auch gerade mal eingeblendet mit der Kennnummer UK7U3K. K.O.-Schwelle ist 91,75 US-Dollar, Hebel 2,1. Was es zusätzlich natürlich noch gibt, ist am 13. Juni gibt es Hauptversammlung bei Tesla. Hauptversammlung ein bisschen groß genannt, denn in Amerika ist das nicht so ein großes Ereignis wie hier in Deutschland. Und hier geht es um ein Gehaltspaket für Elon Musk von rund 56 Milliarden US-Dollar. Klar hat er sich natürlich verdient bei der Unternehmensgröße. Das Problem ist bloß, dass es natürlich auch noch andere Aktionäre gibt, die sagen, uns ist die Machtkonzentration von Elon Musk mittlerweile zu groß bei dem Unternehmen. Auch was den Vorstand angeht, er versucht das natürlich dann so ein bisschen auszuweiten, dass es nicht zu stark in seine Richtung geht. Nun hat er seinen Bruder da drin, Kimball Musk, und dann auch noch einen guten Bekannten, James Murdoch, der ist auch noch dabei. Die beiden sollen möglicherweise nicht mehr im Vorstand sein. Das Ganze wird am 13. Juni zur Abstimmung gestellt werden. Es wird vor dem Hintergrund natürlich sehr interessant werden, ob es dann ein bisschen mehr Kabale gibt oder ob das Ganze so einen Flow hat, wie sich das Elon Musk vorstellt. Das heißt, dementsprechend hattet ihr für euch noch weiterhin vor, die Position vielleicht noch ein bisschen aufzustocken oder bleibt ihr momentan dabei? Wir bleiben jetzt erstmal bei der Position, so wie sie ist. Wir visieren auch weiterhin an, dass es höhere Kurse gibt bei 200 US-Dollar. Und wir gehen auch davon aus, dass die Aktie auch über die 200 US-Dollar noch hinausgeht. Allerdings glaube ich natürlich nicht im ersten Halbjahr, sondern dann eher im zweiten Halbjahr. Es ist ja eine mittelfristige Position, würde sich aber auf dem Niveau natürlich absolut lohnen. Nochmal, wie gesagt, das Zertifikat ist nochmal eingeblendet, damit ihr es euch nochmal anschauen könnt. UK7U3K war die Kennnummer und es ist eine kleine Position. Wir haben also natürlich geplant, da durchaus nochmal nachzulegen. Zu guter Letzt werfen wir natürlich noch einen Blick auf die BYD. Dort hat sich auch einiges getan. Es gibt so die Gerüchte, dass vielleicht ein zweites Werk in Europa eröffnet werden soll. Und es sind auch weitere Informationen zu dem unter 20.000 Euro Elektroauto durchgesickert. Ja, genau. Wir haben bei dem Fahrzeug oder bei BYD insgesamt neue Fahrzeuge am Markt. Das ist jetzt ein weiterer SUV, das ist der Seal U. Und der ist eigentlich ein harter Konkurrent zu dem Tesla Modell Y und auch zu dem VW ID.5. Und das Fahrzeug überzeugt eigentlich dadurch, dass es eine sehr geringe Ladezeit hat für die Größe der Batterie und auch für eine lange Distanz, die es überwinden kann mit der Batterie. Das ist eine Batterie, die in 30 Minuten geladen sein kann und die auch eine Distanz von 500 Kilometer überwinden kann. Und nun ist es so, dass der Wettbewerb hier noch ein bisschen härter wird. Tesla hat die Preise ja wieder ein bisschen angezogen. BYD ist natürlich auf der Gegengerade unterwegs. Wir sehen da auch momentan ein bisschen Gewinnmitnahmen in dem Zertifikat, nicht in dem Zertifikat, in der Aktie. Zertifikat sei hier nochmal kurz eingeblendet, ME7ZH3, K.O.-Schwelle 97,09 US-Dollar und Hebel 1,9. Wir bleiben in der Position drin, denn ein Ziel haben wir schon erreicht mit den 233 Hongkong-Dollar. Jetzt, was wir aktuell wieder sehen, ist wieder dieses typische Verhalten von so einer bullischen Flagge, die wir hier gerade aufbauen, mit dem nächsten Ziel, das dann so im Bereich von 260 Hongkong-Dollar ist. Und auch hier, immer wieder gesagt, sind wir mit kleinen Positionen unterwegs, unter Umständen dann nochmal nachzulegen, wenn es uns vom Momentum her einigermaßen passt. Deshalb auch der Hebel
relativ gering. Das heißt, wir können das Ganze in Ruhe uns anschauen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass BYD den Wettbewerb noch ein bisschen stärker anheizen wird mit den neuen Modellen, die sie haben. Fünf haben sie ja mittlerweile am Markt, ja. Und daher sehe ich das als sehr aussichtsreich an, weiter in dem Unternehmen investiert zu sein. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei euch beiden. Bei uns geht es heute weiter um 14.15 Uhr. Wir werden einen Blick auf die Indizes werfen, aber natürlich einen Schwerpunkt mit auf die ganze KI-Thematik nochmal legen. Und zwar Nvidia, Microsoft und halt auch nochmal auf die Netflix. Nvidia wird ja am Mittwochabend auch Zahlen bringen. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr bei uns auf unserer Webseite heavytraders.live um 14.15 Uhr mit dabei seid. Registriert euch bei uns auf der Webseite und seid mit dabei, wenn wir einen weiteren Blick in das Depot von Märkte und Trends werfen und weitere interessante Werte für euch analysieren. Dann würden wir sagen, bis um 14.15 Uhr. So ist es.